Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute geht es um die Frage, wie gesund Milch ist. Milch hatte ich schon öfter im Zusammenhang mit anderen Sachen, aber heute widme ich mich nur diesem Thema. Gesunder Kalziumlieferant, sagen die einen, schädliches Dopingmittel, die anderen. Krebsverursacher, hört man. Bei Milch muss man zunächst mal unterscheiden zwischen pasteurisierter Milch und Rohmilch. Die rohe Milch ist die Milch, so wie sie aus dem Euter der Kuh kommt. Pasteurisiert bedeutet erhitzt, um schlechte Keime abzutöten und die Milch haltbarer zu machen. Der Pasteurisierungsprozess verändert aber die Struktur der Milch und sie wird dann vom Körper nicht mehr als Nahrungsmittel erkannt und nicht mehr normal verstoffwechselt. Und das führt zu manchen Problemen. Kann die als so gesund angepriesene Milch wirklich schädlich sein? Milch ist kein normales Lebensmittel, sondern eine hochkomplexe Signalsubstanz zur Versorgung eines neugeborenen Säugetieres. Das Signal der Milch lautet Wachstum, und zwar auf allen Ebenen. Neugeborene Säugetiere sind von dieser Programmierung durch die Milch zu wachsen abhängig, und sobald das Wachstum abgeschlossen ist, hören sie auf, Milch zu trinken. Das heißt, die meisten hören damit auf, die Tiere hören damit auf, aber der Mensch nicht. Der Konsum von Milch bewirkt eine zu hohe Aufnahme von süchtig machenden Substanzen und Wachstumshormonen, was den Körper in vielerlei Hinsicht negativ stimuliert. Das Wundergetränk Milch sorgt für starke Knochen, gibt uns Kraft, Vitamine und Mineralien. Es gibt nichts Besseres, hört man. Oder man hört, Milch macht müde und dick, verursacht Verdauungsprobleme, Allergien und noch manches andere. Kaum jemand hat in der Vergangenheit den Nutzen der Milch wirklich mal in Frage gestellt oder untersucht. Und niemand wundert sich über ihre privilegierte Stellung. In vielen Teilen der Erde leben die Menschen milchfrei, weil sie nicht vertragen. Diese Menschen sind nicht kränker als wir und sie leiden auch nicht unter Nährstoffmangel. Eher könnte man glauben, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Verzehr der Milch eines anderen Tieres ist nie untersucht worden. Wir trinken sie schon lange, aber das bedeutet nicht, dass sie gut für uns ist. Wir sehen die Milch als unersetzlich an. Wir fühlen uns fehlernährt, wenn wir keine Milchprodukte zu uns nehmen. Aber woran liegt das? Könnte das ein Suchtverhalten sein? Wenn man auf Entzug ist, dann redet man sich die Dinge schön. Ne? Das kennen wir ja von anderen Suchtprodukten, Alkohol, Drogen oder was auch immer. Milchprodukte, jeder weiß es, Trinkmilch, Käse, Sahne, Quark, Joghurt, Kefir, Buttermilch, Dickmilch, Schmand und so manches andere mehr. Dazu brauche ich nichts zu sagen. Trinkmilch enthält Laktose, das ist Milchzucker. Manche Menschen können diesen nicht verstoffwechseln und kriegen dann Bauchschmerzen oder was auch immer. Laktose hat Einfluss auf den Blutzucker und den Insulinspiegel. Also wenn Milch getrunken wird, dann bekommt der Körper Laktose gleich Zucker. Das veranlasst den Blutzuckerspiegel zu steigen. Und das hat die Folge, dass der Körper Insulin produziert, die Bauchspeicheldrüse, um diesen Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Meistens haben die Zellen aber keinen Bedarf für weiteren Zucker. Die haben schon mehr als genug. Also kommt der Blutzucker in die Fettzellen und in die Leber. Und das führt auf die Dauer zu einer Gewichtszunahme und auch zu einer Fettleber. Nicht nur wegen der Milch, aber die Milch trägt das ihre dazu bei. Milch ist generell wachstumsfördernd.
und zwar in jeder Hinsicht. Für ein Kalb oder ein Baby bedeutet das, dass sie so schnell wie möglich wachsen durch diesen Milchverzehr, was gut ist. Ein Baby verdoppelt in 6 Monaten sein Gewicht, ein Kalb in nur 2 Monaten. Und die nehmen normalerweise nichts anderes zu sich als Muttermilch. Also das ist eine sehr nahrhafte Angelegenheit. Es ist genial für Babys und Kälber, aber ist es auch genial für uns? Was soll beim Erwachsenen noch wachsen? Einen tollen Satz, den ich vor kurzem gesehen habe, möchte ich hier zitieren. Wer zunehmen will, sollte Milch trinken. Und wer noch schneller zunehmen will, sollte entrahmte Milch trinken. Also weniger Fett, mehr Zucker. Die Propaganda sagt uns, Milch ist gesund. Sie liefert Energie, Zucker, Fett und Baumaterial für die Körperzellen, Eiweiß, außerdem Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Calcium. Toll! Je flüssiger die Milch ist, desto mehr Laktose, Zucker enthält sie. Je weniger Fett sie enthält, desto mehr Zucker enthält sie. Und das ist schlecht. Fermentierte Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Käse enthalten weniger Zucker, weil die Bakterien, die diesen Produkten zugesetzt werden, den Zucker verzehren und dann bleibt in der Milch oder in dem Milchprodukt weniger übrig. Aber diese enthalten dann zum Beispiel Histamin, vor allem gereifter Käse, und das ist auch wieder nicht unbedingt für jeden gut, aber das ist ein anderes Thema und da gehe ich auch jetzt nicht drauf ein. Also 50% der Weltbevölkerung verträgt Milch gar nicht. 50% der Weltbevölkerung, das sollte uns eigentlich etwas sagen. Nur weil wir sie vertragen, heißt das, dass wir sie trinken sollten? Laktose, Zucker wird auch so verstoffwechselt wie Zucker, kurbelt den Blutzuckerspiegel an und Insulin. Was nicht verbrannt wird, landet in der Leber und in den Zellen, wird also als Fett abgespeichert. Früher sagte man, Untergewicht, Sportlern, die ein bisschen zunehmen wollten, dass sie fettarme Milch trinken sollen. Das Milcheiweiß verursacht oft Allergien und Verdauungsprobleme. Kälber und Babys können und andere junge Säugetiere können natürlich etwas mit Milch anfangen, Erwachsene allerdings nicht. Das Fett in der Milch wird verteufelt. Die modernen Ernährungsempfehlungen. Entrahmte Milch wird empfohlen. Je weniger Fett, desto besser. Dabei ist das Fett an der Milch noch das Beste. Also wenn schon Milchprodukte, dann doch bitte mit Fett. Joghurt, Quark, Käse werden durch Fermentation hergestellt. Zusatz von Bakterien oder Hefen zum Beispiel. Diese Mikroorganismen konsumieren den Zucker, wie gesagt, und reduzieren ihn dadurch. Und sie verändern auch die molekulare Struktur des Proteins, machen damit das ganze Produkt leichter verdaulich und das Fett bleibt unverändert. Also wenn man schon meint, Milchprodukte essen zu müssen, dann sollte man fermentierte nehmen. So, und was ist mit dem Suchtproblem? Milch enthält Casomorphine. Morphine, sagt euch das was? Das sind süchtig machende Proteinfragmente aus der Verdauung des Milchproteins. Diese haben eine Wirkung auf das Suchtzentrum des Gehirns, die so ähnlich ist wie bei Kokain und Heroin. Der Wohlfühlfaktor soll das Kalb an die Kuh binden, beziehungsweise das Baby an die Mutter. Und damit sollte in früheren Zeiten wohl verhindert werden, dass die Kinder verhungern, denn eine Ersatznahrung gab es ja nicht. Und die Babys, die Säuglinge, waren auf die Muttermilch angewiesen. Der Suchtfaktor ist nachgewiesen. Käse produziert von allen Milchprodukten die extremste Abhängigkeit.
Ein möglicher Grund dafür ist, dass in Käse alles konzentrierter ist als in flüssiger Milch zum Beispiel. Und diese Sucht bringt natürlich niemanden ins Gefängnis, aber es ist trotzdem sehr schwer davon wegzukommen. Und sie macht uns dick und krank, weil man kein Ende findet. Nein, ich kann auf alles verzichten, nur nicht auf den Käse. Das hört man oft. Wenn man damit anfängt, kann man nicht mehr so richtig aufhören. Und wie oft höre ich und lese ich, dass die Leute sagen, ja, wenn ich Käse im Kühlschrank habe, dann stelle ich fest, dass ich immer wieder auf dem Weg zum Kühlschrank bin, um noch ein Stückchen und noch ein Stückchen zu essen, obwohl ich keinen Hunger habe. Wenn Milch mit Kokain vergleichbar ist, dann ist Käse so wie Crack, also noch schlimmer. Das Belohnungssystem im Gehirn bedankt sich, wenn wir solche Dinge essen. Ja, das kommt aus früheren Zeiten, wo man darauf angewiesen war, möglichst viel Nahrung möglichst auf einmal zu sich zu nehmen, weil man nicht wusste, wann es wieder was zu essen gibt. Und wenn wir solche Dinge essen, dann werden wir mit Dopamin belohnt, wie bei Drogen, damit wir noch mehr essen, sofern noch was vorhanden ist. Und das ist ja eigentlich adressiert an das Kalb bzw. das Baby, die möglichst schnell wachsen sollen. Weil je größer sie werden und je widerstandsfähiger der Körper, desto höher die Überlebenschance. Und das war früher ein Thema. Heute mit unserer modernen Medizin ist das nicht mehr so dramatisch, aber unsere frühen Vorfahren, bei denen kam es da schon drauf an, möglichst schnell einen größeren Körper zu entwickeln. Die Lebensmittelhersteller nutzen unsere Süchte und die Werbung produziert Fressgelüste. Allein das Sehen dieser Produkte führt schon dazu, dass die Leute sich ja auf den Weg zum Kühlschrank machen, weil ihnen einfällt, dass da noch ein Rest Käse drin ist. Früher war Käse auf der Pizza und seit einiger Zeit sind die Exporte, also vor allem aus den USA nach China, nach Mexiko, zurückgegangen, stark zurückgegangen. Die Kühlhäuser sind voll. Man weiß nicht mehr, was man mit dem Käse machen soll. Also kommt er nicht mehr nur auf die Pizza, sondern auch in die Pizza, also in den Teig sogar. Jo, Teig, Weizen. Weizen macht auch süchtig. Ne, hatte ich in meinem letzten Video, als es darum ging, was unsere Vorfahren gegessen haben. Käse macht süchtig, Weizen macht süchtig. Und was passiert wohl, wenn man diese beiden Dinge zusammen isst? Im Englischen würde man sagen, das ist, that's the perfect storm, die perfekte Katastrophe, könnte man das vielleicht übersetzen. Also Milch macht süchtig, aber es geht noch weiter. Mit den Hormonen in der Milch, Hormone, ne? Die Kuh, die gerade das Kalb zur Welt gebracht hat, die ist ja von Hormonen nur so überflutet und jetzt produziert sie Milch. Und da sind die Hormone auch drin. Diese Hormone sind der Grund unter anderem für androgene, männlich wirkende und mitogene Zellteilung fördernde Progestine, synthetische Gestagene, und diese produzieren Akne, Prostatakrebs und Brustkrebs unter anderem oder fördern diese zumindest. Verursacher, Schuldiger ist das Wachstumshormon IGF-1. IGF-1 bedeutet Insulin-like Growth Factor, Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor. Das ist ein Stimulant, der durch die Hormone in der Milch, na, das ist ein Zusammenwirken der diversen Hormone in der Milch. Ich vereinfache das jetzt mal. Insulin-like, weil wie Insulin. Insulin, ich habe das schon oft gesagt, ich sage es nochmal. Diese IGF-1 und Insulin haben beide zellwachstumsfördernde Eigenschaften. IGF-1 reguliert, dass die Östrogenrezeptoren in Brustkrebszellen
nach oben. Das heißt, sie nehmen mehr Östrogen auf. Und das ist nicht gut. Kuhmilch liefert die größte Östrogenbelastung. Da gibt es diverse Studien drüber. Der Konsum pasteurisierter Milch aus industriellen Milchbetrieben fördert hormonbedingte Krebserkrankungen wie Brust- und Prostatakrebs, ist da die Erkenntnis. Kuhmilch enthält riesige Mengen an Östrogen, weil auch trächtige Kühe gemolken werden, was eigentlich völlig gegen die Natur ist. Und Bauern, die ihre Kühe noch auf die traditionelle Weise halten, machen das auch nicht. Aber die modernen Milchbetriebe, wo es ja um Profit geht und möglichst große Milchmengen, die machen das. Also die arme Kuh, die hat gerade einen Kalb geworfen, jetzt ist sie wieder trächtig. Aber sie wird fleißig weiter gemolken. Ich möchte nicht wissen, wie so eine Kuh sich fühlt. Wer ein Kind mal gestillt hat, weiß, dass das, wie das den Körper auszehrt. Und wenn du auf der einen Seite als Kuh gemolken wirst und auf der anderen Seite hast du schon wieder ein Kalb, was in deinem Körper wächst, was dir auch Nährstoffe wegnimmt sozusagen, wie willst du da gesund bleiben und leistungsfähig bleiben? Also das ist irre, was die mit diesen Kühen machen. Diese trächtigen Kühe enthalten also ein Vielfaches der normalen Östrogenmenge. Die Milch, die diese Kühe geben, wird natürlich mit den anderen, mit der Milch der anderen Kühe gemischt. Dadurch sinkt der Östrogengehalt ein bisschen, aber er ist trotzdem noch extrem hoch. Und verglichen zum Beispiel mit hormonähnlichen Substanzen, wie sie eventuell in Dingen wie Pestiziden vorkommen, haben natürliche Östrogene ein 100.000-fach erhöhtes Potenzial, krebserregend zu sein. Aha, wir machen uns verrückt wegen Pestiziden, was ich hier nicht verharmlosen möchte, und saufen jeden Tag einen halben Liter Milch. Tolle Idee. Eine internationale Vergleichsstudie über den Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und Krebsraten in 42 Ländern fand heraus, dass es eine Beziehung zwischen Milch- und Käsekonsum und Hodenkrebs zum Beispiel gibt. Die höchsten Krebsraten sind in der Schweiz, in Dänemark, also in Ländern, wo Käse so eine Art Nationalessen ist, Länder, in denen wenig Milchprodukte konsumiert werden, wie zum Beispiel Algerien, haben deutlich niedrigere Krebsraten. In Japan gibt es einen ganz deutlichen Zusammenhang zwischen Milchverzehr und Krebs, denn die Japaner haben früher wenig oder gar keine Milchprodukte verzehrt und in den letzten 50 Jahren ist der Milchkonsum in diesem Land extrem gestiegen und seitdem sie mehr Milch trinken oder mehr Milchprodukte essen, haben sie auch mehr Prostata- und Brustkrebs. Eine andere Studie hat bestätigt, dass Ratten, die mit Milch gefüttert werden, anstatt Wasser zu trinken, eher Krebs entwickeln als die Ratten, die nur Wasser bekommen. Pasteurisierung hat dazu geführt, dass die Milch heute kein Naturprodukt mehr ist. Kinder brauchen Milch, damit sie groß und stark werden. Erwachsene brauchen Milch für starke Knochen, sagt man, hört man. In einer Studie wurden verglichen ältere Frauen, zwei Gruppen, die eine Gruppe 3 Gläser Milch am Tag, die andere Gruppe keine Milch. Ergebnis, die Frauen, die mehr Milch tranken, also 3 Gläser am Tag, hatten eine höhere Knochenbruchrate als Frauen, die das nicht tun. Von wegen, Milch ist gut für die Knochen. Unsere heutige Milch hat kaum noch etwas mit der Milch unserer Vorfahren zu tun. Und Louis Pasteur hat uns mit seiner Entdeckung der Pasteurisierung, der Haltbarmachung, im Prinzip keinen Gefallen getan, auch wenn es gut gemeint war.
Hinzu kommt, dass das Erhitzen das für die Zuckeraufspaltung wichtige Enzym Laktase zerstört. Also es verändert nicht nur die Struktur der Milch, sondern es zerstört gleichzeitig das Enzym, das wir brauchen, um die Milch zu verstoffwechseln und dass sie uns Probleme bereitet. Und die Folge des Fehlens dieses Verdauungshelfers ist Durchfall, Blähungen, Krämpfe, Völlegefühl. Tja, schon so mancher hat festgestellt, dass seine Verdauungsbeschwerden an dem Tag aufgehört haben, als er beschloss, keine Milchprodukte mehr zu sich zu nehmen. Unsere modernen, verbesserten Produktionsbedingungen haben aus Milchkühen Milchmaschinen gemacht und aus ehemals gesunder Rohmilch ist ein hormonhaltiges Kunstprodukt geworden. Auf das Thema Medikamente und Tierhaltung will ich jetzt hier gar nicht eingehen. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Ich werde noch ein paar Sachen verlinken. Das war im Prinzip schon das, was ich sagen wollte. Ich ganz persönlich, ich erzähle euch ja gerne immer mal von meinen eigenen Erfahrungen. Bei mir, ich habe ja immer mal gewechselt, ne? Mal verzehre ich Milchprodukte, mal nicht, mal wenig, mal mehr. Und ich bin eindeutig ein Milchprodukt-Junkie. Also wenn ich anfange, Milch zu trinken oder Käse zu essen oder Joghurt, ich kann kleine Mengen gibt es da nicht. Ja, ich kann nicht einen Joghurt essen, ich muss zwei oder drei essen. Oder ich kann kein kleines Stück Käse essen, bei mir ist dann die halbe Packung weg. Oder noch mehr. Und das ist erstens mal eine sehr kalorienreiche Angelegenheit. Und zweitens ist es aufgrund dessen, was ich eben gesagt habe, eben so, dass Milch die Gewichtszunahme extrem fördert, beziehungsweise die Gewichtsabnahme hemmt. Und ich stelle fest, dass ich habe jetzt wieder damit aufgehört, wieder mal. Und ich glaube aber, jetzt wird es dabei auch bleiben. Ich stelle fest, dass ich jetzt, obwohl ich mich genauso ernähre wie vorher, auf einmal abnehme. Ich hatte ja erzählt, dass ich ziemlich zugenommen habe, als ich in den USA war letzten Sommer. Und ich habe mir keine große Mühe gegeben, danach das Gewicht wieder abzunehmen. Das blieb dann mehr oder weniger so. Und ich habe auch weiter Milchprodukte und solche Dinge gegessen. Und jetzt, vor ein paar Wochen, hatte ich wieder mal die Schnauze voll, wie man so sagt, und habe gedacht, okay, jetzt die Milchprodukte bleiben jetzt weg. Und jetzt stelle ich fest, dass die Klamotten weiter werden, ohne dass ich sonst groß etwas an meiner Ernährung geändert hätte. Ja, ich bin nicht ihr und ihr seid nicht ich, aber deswegen sage ich immer, macht euren eigenen Test, macht eure eigene Studie, die aus einer Person besteht. Und guckt einfach mal, was dabei rauskommt. Und ansonsten würde ich dafür plädieren, dass wir die Milch den Kälbern lassen. Okay, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Interesse und sage euch Tschüss und bis bald.